Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Pokémon 3D. Startet einfach die Aufnahme, während ich gähne. Pff, selbst schuld. Okay, schauen wir jetzt erst gerade nochmal. Ruffy, hast du was für uns? Oh. Ja. Oh. Oh. Ja. Geld. Ja. Haben wir im letzten Part gemacht, aber egal. Man kann nicht genug haben. Geld. Na komm, lassen wir Ruffy vorne. Ja, das passt schon. Ja. Jetzt verwandelt er sich wieder. Bumm. Oh mein Gott, wir haben dich eben erst gesehen, aber das schockiert mich schon wieder. Du bist ja gar nicht dieser Direktor. Vor allem, wie schnell er sich schon wieder umgezogen hat, ne? Na, das ist sowieso. Ein Wunderwerk der Natur. Oh. Ja. Netter Schaden, Truffy. Netter Schaden. Na gut, aber auch... Ja. Ich finde ja so, dass es für spezielle Pokémon nochmal bestimmte Regeln geben sollte. Ich finde, ein Smogon sollte von einer Feuerattacke viel mehr Schaden kriegen. Ich meine, ja. Es ist Gas. Oh! Es ist verdammt nochmal Gas. Ja. Eigentlich schon. Eigentlich müsste es so einen Deo-Effekt haben, weil es schon so... Also. Na komm, einen Flammenwurf kriegst du noch raus, danach hast du gute Dienste geleistet. Und jetzt stirb. Ja, so ungefähr. Und los, Kane, jetzt bist du dran. Jetzt darfst du glänzen. Ich glaube nicht, dass er glänzen wird, aber okay. Zweifle es auch, aber egal. Ja. Lass mich Träume haben. Ich bin nur ein großer Träumer. So ungefähr. Na. Nein. Aus, du bist dran. Oder Hypertrank, du bist dran. Das bleibt dir überlassen. Na gut, aber dann kriegt er wieder einen Hit rein. Spätestens das Smogmog wird ihn sowieso killen. Ich würde jetzt wechseln, wo es noch weniger Schaden gibt. Ja, stimmt, hast recht. Oh, ist klar. Surf ist kaputt, Haus. Oh Gott. Oder auch nicht. Eigentlich. Und Explosion. Und tschüss. Ja. Beleb es wieder. Ja, dafür wäre ich auch gerade ganz dezent, weil... Ja, wechsel aus. Komm, wir hoffen einfach mal, dass Eagle Lava einen Hit aushält. Nein, tut es nicht. Vielleicht geht der Angriff daneben. Finale. Das ist gut. Ja, weil die ganze XP... Free XP. Das war ein Genius-Move. Alter. Ja, Level up. Und Smogon. Jawohl, Wechsel. Das ist das letzte, oder? Ja. Ich mach das. Ja, du darfst auch mal ran. An wie fand ich da ran? Geil. Oh, ja, geil. Und Surfer. Schattierp. Na, nicht ganz. Na gut, ihr seid gleiches Level. Ich muss echt mal ein bisschen leveln. Leveln. Bisschen grinden. Na, ich wüsste nicht wo. Ich auch nicht. Ah, jetzt. Ach Gott, jetzt müssen wir in den Keller, oder? Oder müssen wir jetzt an die. Wir müssen in den Keller Och, vom nein. Einkaufszentrum, ja. Im das Einkaufs? Hat sich nicht entwickelt, oder? Nee, leider nicht. Egal, erstmal heilen gehen. Ja. Definitiv. Obwohl, Definitiv. Können wir eventuell auch einfach mal mit Haus hier rausdingen? Nee, geht noch nicht. Nein, das ist ein Turm. Egal. Ein Radioturm. Ja. So willst du das Gebäude zerstören. So halt. Zerstörungswut und so. Ich frage mich ja immer noch, wie das mit den Fluchtseilen funktionieren soll. So nach... Ich meine, du fängst doch nicht am... Dieses Fluchtseil fängt doch nicht an, sich am Anfang der Höhle abzurollen, dass du dich daran entlanghangeln kannst. Nicht wirklich. Vor allem ist das Lustige auch immer, das Fluchtseil geht doch nach oben. Ja, und dann dreht man sich und wird gebeamt, ich weiß. Aber das ist gut, vielleicht sind da Höhlenöffnungen und du wirfst die mit so einem meisterhaft geskillten Wurf da hoch und dann, ne?
Was, das hat mir, das hat mich auch immer an, sagt dir Secret of Mana was? Ja, habe ich aber nie so. Nee. Schande über dich dann erstmal. Und andererseits, achso, wir müssen ins Einkaufszentrum, da war was. Oder ja. Müssen wir da an diese andere Tür? Welche andere Tür? Da diese verschlossene, oder brauchen wir da was anderes? What? Das ist der Bahnhof. Nein, nicht der hier. What the? Ja, dein Goldini ist toll, fick dich ins Knie. Irgendwie denke ich mir das immer bei einem Fischer. Ja. Du musst, ja, in den Radioturm. Du musst in den Untergrund. Ach! Ja. Und da kommt dein Dings hier. Dein Ingeborg. Ingeborg, nein, es heißt nicht mehr Ingeborg. Ja, leider. Kannst du massieren lassen. Warte. Ja, da musst du hin. Ja, das sieht aber lustig aus. Wenn man das nicht weiß. Ja, dann, nee. Na gut, man könnte irgendwann drauf kommen, weil die Textur da so ein bisschen verschwommen ist. Ne? Ja, aber. Wieso haben die alle nicht geöffnet? Was ist denn falsch mit diesen Leuten? Wollen die kein Geld verdienen? Scheinbar. Toll. Na komm, gut. Wir gehen durch die Wand. Ich komme mir gerade vor wie bei Dark Souls. Erstmal eine geheime Wand finden. Wo ist er denn? Ist hier nicht. Ah. Ich wusste doch, irgendwo versteckt sich hier noch was. Na, ah, Truffy ist glücklich, ja. Das ist schön. Wo ist er denn? The door's locked, basement key. Der kommt, glaube ich. Jetzt kommt er an. Nee, jetzt noch nicht da unten, glaube ich, dann. Wenn du den ersten Schalter betätigst. Nee, da, wenn man. Ja. Ich habe aber ganz ehrlich Angst davor. Du hast Angst davor? Ja, weil, Ja. Einfach aus Prinzip. Sein stärkstes Pokémon ist, Impergator, Tyrakrok. Und du hast einen Landhorn. Also. Ja, zu dem Fall ist. Das. Ich kenne den Trainer sehr gut, weil das war der Trainer, wo ich mich immer gefreut habe drauf. Nur die Sache ist die: Sein eigentlich stärkstes Pokémon ist da, glaube ich, immer gewesen. Impergator auf Level 35 oder 36. Er läuft. Und wenn ich jetzt allein schon sehe, dass Golbat Level 36 ist. Ja, gut, ne? Solange er nur Kung-Fu-Streit einsetzt, sonst tut die. Ja. Aber da kommt dann Akrobatik. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Und Truffy ist nearly dead. Ja, so ein bisschen. Oder, na gut, er versucht nochmal zu verwirren. Das ergibt keinen Sinn. Aber okay. Was zur Hölle? Dede? Es ist dumm. Er ist auf Horrorblick-Modus. Faszinierend. Juhu. Ja. Sehr gut gemacht. Nice, Truffy. Ich hab immer an dich geglaubt. Ich nicht. Hä? Flamp. Hä? Hä? Warte. Was ist. Flammensturm? Flamm. Nee. Also Flameburst ist nicht Flammenwurf. Weil Flammenwurf hat eine höhere Stärke. Ja, Flammenwurf hat 90. Aber auch 15 KP. Flammensturm? War Flammensturm so schwach? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann jetzt Feuerzahn weg. Und faszinierend. Oh, Magnetilo? Na? Bumm. Ja, klar. Na gut, egal. Egal, Free XP. Nice, Truffy. Hast gute Dienste geleistet. Quick-Attack. Und dann. Juhu. Das war nicht sehr effektiv. Egal. Oh, Sneebel. Ein Eis-Pokémon. Ja. Und das einfach mal Level 39 ist. Ja, das ist natürlich schade. Aber ruckzuck ihm, jetzt. Ruckzuck ihm, jetzt. Das war ein Crit. Schön, der Kane. Ich wusste gar nicht, dass du so schnell sein kannst mit Ruckzuck-Hieb, aber einfach aus Prinzip. Ein Golbat. Ein Golbat? Ein Golbat. Ein Apollo. Kannst dir meine Reaktion, glaube ich, gerade so bildlich vorstellen? So, Ja, ich bin müde. Aber ich will
Komm. Da Kane. Ausnahmsweise kriegst du mal hier Zaubertrank. Zaubertrank. Ja, obwohl er als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Los, Urbane. Oh, Imperator. Hallo. Hi. Oh, Level 39. Hi. Hi. Los, Bidikus. Hi. Aua. Bitte. Das tut mir weh. Ja, du hast ja auch dein... Ach Gott. So. Deinen Hypertrank hast du dir verdient. Ein Angriff überlebst du jetzt noch und danach müssen wir wieder heilen. Knierschau. Und? Was? Oh, jawohl. Nice. Was? I love it. What? Moment, was war das andere Pokémon nochmal, was er hatte? Alpollo. Alpollo, ja. Das überlege ich gerade. Lass ich dich verrecken und gib dir XP der Kane, damit er sich entwickelt? Hey! Hallo? Ich glaube ja. Na gut. Oder so. Ja. Okay. Ja. Dieses Alpollo ist so unfähig. Nicht nur dieses Alpollo, dieser Trainer ist so unfähig. Was? Double Edge ist Risikotackle. Oh Gott. Na gut, wir können immerhin. Wir können ja immerhin Bodycheck. Ja, ja, gut, das. Ja. Haben wir immerhin, wenn so ein. Ja, aber es ist so. Notfallangriff gebraucht wird, können wir auch Risikotackle nehmen. Lass dich nicht verrecken, damit. Es sich entwickelt. Es hat auch so ein Level abgekriegt. Willst du mich verarschen? Na gut, du stirbst aber trotzdem. Du bist so ein Da, ganz ehrlich, da war es mir einfach kein Hypertrank mehr wert, weil das Verschwendung gewesen wäre. Toll. Super. Und dann entwickelt er sich nicht mal. Ja. Lance hat dich kaputt gemacht. Dinge. Zickenfried hat dich kaputt gemacht. Oh. Achso. Das sieht immer so komisch aus, weißt du? Durch die Wand. Und wee, hi. Alter, der guckt einfach. Alter, Masu? Obwohl, er ist kein Asiat. Er ist nicht schwarz, nee, so rum. So. Weil, so by the way, die Information, Masu ist ein kleiner schwarzer Asiaten oder sie. Haha. Das ist ja. Haha. Ja. Guckt euch das Fanera an, das lacht auch. Ja, mit seinen festgetackerten. Und das Seht Ei. Seht nur, wie es lächelt. Und das Ei. Was ist mit dem Ei? Ja, was ist das, soll das Ei verkörpern, sagen wir es so. In dem Ei ist ein Sender, ist so ein Sender drin, damit Schwester Joy immer weiß, wo der Chanera ist, wenn es doch mal ausbrechen sollte. GPS. Ja, genau. Ach Gott, da waren ja auch noch die ganzen. Das ist jetzt so ein Part, über den freue ich mich überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Ich finde Team Rocket nervig. Juhu Training, aber ich finde Team Rocket so nervig. What the? It's a critical hit. Na, das war Risikotackle. Das ja, und ein hat man gespürt. Aber jetzt überlege ich gerade, warum genau wollten wir hier Truffy nochmal auf Überlevel 40 trainieren? Weil wegen Attacken. Weil es die als Akani nicht lernt. Aber welche? Flammenblitz, Nahkampf, Turbo-Tempo. Ach so, stimmt ja. Trainer, Vorsicht, rechts. Ja, ich überleg doch gerade. Oh, Haus könnte man auch mal wieder Training brauchen. Und ja, Metamaus auch wieder. Ja. Ach Gott. Das war falsch. Ja. Du kannst hier nicht fliegen. Ist gut. Sehr gut, ich hab Hallo! Hast du was?
Gib uns was! Oh Mann, oh. Weißt du, ich finde das so gut, wenn du dich da einfach so in die Ecke stellst und immer so links, rechts. Guck, guck. Ja, du. Oh! Oh, Schleimock. Ja, gut. Oh, na gut, Level 28. Ja, das sollte... Oh, obwohl, bei dem Schaden. Das ist speziell defensives Pokémon. Na gut, aber beißen, will man wirklich einen Slimeok beißen? Ja, will man. Na dann schauen wir mal. Na gut. Krass. Ja, na, natürlich ein Crit wieder. Ach komm, einmal Flammenwurf macht. Drauf. Und er hat verfehlt natürlich. Ja. Oh, ehrlich jetzt? Na sicher. Los, Haus, du darfst mal wieder ran. Und dick dir mal was. Und kabum. Tschüss. Super effective. Yay, und Haus ist Level 35, was natürlich sehr schön ist. Ist es das? Oh. Haus ist jetzt auch wieder ein bisschen underleveled gewesen. Sonst war Haus immer eigentlich, ja. Ja, aber... Immer overleveled. Ja. Ich überleg auch die ganze Zeit noch ganz ehrlich, wie wir Dingens trainieren wollen. Metamorph. Wo ist der EP-Teiler, wenn man ihn braucht? Obwohl, kriegt man den nicht hier? Ich habe keine Ahnung, wo man den in dieser Edition kriegt. Gab es damals überhaupt schon einen EP-Teiler? Ja, den gab es seit der ersten Generation. Damals war er noch scheiße. Achso, ja, deswegen, ich habe ihn nie benutzt. Ja, das ist ja schon zweite Generation, von daher, ja. Ich weiß nicht. Also, so, letzter Trainer für den Part, glaube ich. Schauen wir mal schnell zwischendrin. Och, ja, denke ich mal. Vielleicht machen wir auch ein bisschen länger, dann, weil ich später dann meine Freundin eh retten. Ja. Du musst sie retten. Ja, vor vor mir selbst. Vor ihrer Bettdecke? Ja. Vor ihrer Kleidung. Wink, wink. Da schon wieder. Naja, egal. Ich finde, das ist ein schöner Zusatzeffekt. Okay. Dann einfach mal den Schalter drücken. Lass uns einen Schalter drücken. War es nicht 3-2-1? Nee, oder 3-1-2? Boah, die Diebe sehen aber cool aus. Besser als früher mit ihren fetten Sonnenbrillen. Und mit ihrem Sack auf dem Rücken. Jo, genau, den man irgendwie vorher nie so wirklich gesehen hat. Ja. Das ist doch schön. Also Haus heizt ja aber gut durch hier, ne? Muss schon sagen. Ja. Team Rocket ist halt so richtig so... Haus-Mechanic. Genau. Gift-Pokémon, Feuer-Pokémon. Gut, die Zubats zwischendrin. Na komm, machen wir jetzt mal den Schalter. Ich glaube, es war erst eins und dann zwei. Aber egal. Wir wollen erkunden. Hallo Mensch. Ja, Menschen sind schon Menschen, sind, ne? Also, ja, kriegt man hier unten nicht das Münzamulett? Oder was das? Aber ich bin auch der Meinung, irgendwo hier in der Nähe müsste man, glaube ich, bald den EP-Teiler bekommen. Ich weiß es doch nicht. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich kann mich auch irren. Sind dieser Edition Pokémon Fanclub? EP-Teiler ist auch immer so ein Pokémon Fanclub-Item. Frag mich was Leichteres. Was weißt du eigentlich? Ich weiß, dass ich das Haus verwirrt ist. Na gut, das ist nicht mehr. Ich wollte schon sagen, da gehört jetzt nicht wirklich nicht dazu. Was überlebt es denn bitte? Oh. Wieso hat es denn überlebt? Das ist ein Magma, es soll nicht überleben. Mann. Na komm, Haus. Oh, Haus. Obwohl, wenn er stirbt, dann ist, kriegt Metamaus die Stats, die XP. Okay, wenn Fliegen trifft. Alter. Wieso sollte... Benutzer Spukball. Okay. Oh, shit. Ah! Gut. Jawohl. Hast du fein gemacht. Und direkt Level 31. Läuft doch. Hast du fein gemacht. Kriegst ein Eis. Ein Eis mit Babys. Mit Babys. Oh ja.
Und hier haben wir den Smokeball. Rauchball. Ja. Ein Item, was ich auch nie eingesetzt habe. Geht mir genauso. Ich glaube, ich habe das. Kannst vor wilden Pokémon fliehen. Ich glaube, ich habe das immer verkauft. Ich kann mir einfach Schutz kaufen. Ja. Ich glaube, das konntest du immer für 500 verkaufen und davon könnte man sich locker einen Schutz kaufen. Oder obwohl. Ob ich jetzt einfach ein schnelles Pokémon nach vorne setze, was auf jeden Fall fliegen kann, oder ob ich den Rauchball habe. Oh, Camper Todd. Hello Chili. Ja. Ja, irgendwas mit. Obwohl, ja. Ein Sale im Dingens, haben wir Geld wieder? Du hast ein Silver Leaf. Shopping. Okay. Kurz überlegen, welche Etage war das nochmal mit den ganzen Zeug? Ich glaube, vierte. Alter. Ja. Das Geldverschwendung. Na und? Du kannst ihm auch ein paar KP Plus geben. Das schadet bestimmt auch nicht. Das wäre auch nur. Was labert der? Das kostet alles wie immer. Verarsche. Mensch hier. Den geben wir die. Vielleicht meint er den Shop in seiner Nähe. Das ist mein absoluter Lieblingscamper. Gegen den habe ich immer gekämpft, um zu trainieren. Den gehen wir direkt mal besuchen hier. Okay, nach dem Pokémon Center natürlich. Mein Lieblingscamper. Ja, mit dem habe ich immer gekämpft. Toll. Ich weiß nicht mal, wer welcher das ist. Ich weiß, welcher das ist. Ganz genau. Ja, komm hier. Und jetzt gehen wir den besuchen, den Lappen. In den Müll, in den Müll. Du Lappen, was soll das? Hat der mit dem Traumato? Ja. Oh, was mir auch gerade einfällt, wir können uns mal hier Zauberwasser oder was man da hinten nochmal kriegt holen. Ja, das sind auch drei Schönheiten. Train Rhinos. Ah. War das nicht Bluebella und noch irgendwas? Nee, ich glaube, die hatten Wasser-Pokémon, oder? Oh, guck mal, Nugget. Unter anderem. Money on the bank. Oh. Ah, nee, das sind keine Schöne. Oh, sogar richtig. Wie konntest du das nur wissen? Weil du surfst. Ich weiß. Das sind aber, glaube ich, keine Schönheiten. Das sind, glaube ich, Top-Trainer. Was aussieht. Achso, Ass-Trainer meinst du? Ja, Top-Trainer, Ass-Trainer, whatever. Ja, stimmt. Die sieht wirklich so aus. Oh, aber das sieht ja auch irgendwie anders da aus als in meiner Erinnerung. Ja, standen die nicht vorne, links und rechts? Ich bin auch der Meinung, ja. Na gut, ich würde sagen, sicherheitshalber speichern wir mal an der Stelle und beenden den Part dann doch an dieser Stelle, weil ich dann gleich meine Freundin wecken muss und danach... Oh, schön, dann kann ich mir was zu essen machen. Und danach machen wir vielleicht noch ein, zwei Parts. Mal schauen. Ich kann mir was zu essen. Also, an dieser Stelle verabschieden wir uns wie immer und sagen ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon 3D. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.